Bei mir steht noch nichts im Chat, ja? Heute, wo du hier ETS gestreamt hast, da hast du mal eine Zeit drin Maru, gehabt. Das können wir da machen, ja. Eine Zeit drin gehabt, da bist du immer hier links, rechts, Spuren wechseln ohne Ende. Kann ich mal noch, also da ist auch ein paar halbe hinter dir. Okay. Was jetzt? Ich hab nichts verstanden. Ich hab's jetzt leider verstanden. Es ging um Spurenwechsel und. Ja, ist. Egal. So, nee, komm, jetzt sag nochmal. Jetzt sind wir alle ruhig und jetzt sagst du mal bitte nochmal das, was ja, du sagen wolltest. Hier, ich, Jona und Torben haben halt hier den Stream verfolgt über ETS. Hm? Und da ist dir doch irgendwas ist dir runtergefallen. Ja, ja, mein Deckel. Dann bist du hier von einer Spurenseite zur anderen die ganze Zeit gewechselt und dann hast du auch ein paar Halbe hinter dir. Ja, ich weiß, das ging dann mal kurz links in die Leitplanke kurz rein, dann wieder rechts. Aber es waren bloß 1% Schaden, das ging Gott sei Dank. Wahnsinn. Das siehst du überhaupt nicht, wo irgendwas gesehen ist und wo was gesehen ist. Da haben wir alle zu. Wie viel Geld haben wir eigentlich im Spiel, ja? 0 Euro. Nee, 217.000. Danke. Nur. Die Frage zu beantworten. Ja, ist halt so. Mega Lack, mega Lack. Liana, dauert ein Stück, bis dir das Mod-Schwert angezeigt wird. Aber ich hab dich als Mod hinzugefügt. Moment, das war ein Kuss. Nee, das war ein. Naja. Nee, das mit den Lippen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieso braucht er eigentlich so viele Lamborghinis? Sieht ja echt cool aus, aber. 12. Vor allen Dingen, wer hat die so schön eingeparkt? Fliegersacker. Das war der Torben, oder? Nein. Das, glaube ich, war der Jona. Käsemann. Tino? Kann dir aber sagen, wieso wir so viele Lamborghinis haben. Die sind alle von unserer Grundausstattung, die uns der Sachse gestellt hat. Jetzt schreibt... Ach so, okay. Jetzt schreibt man, aber das Lustige ist, jetzt schreibt man der Felix Gunnar. Tino, ich muss mit dir ein ernstes Wort... sprechen mit dir reden. Soll ich da auch noch wollen sie alle ein ernstes Wort mit mir sprechen, ja, oder was? Können wir mal ein Let's Play zusammen machen? Ich kenne Liana persönlich, ja, das ist richtig. Also nicht in Real Life, wir haben uns noch nie getroffen. Aber ich kenne Liana schon eine ganze Ecke und sie ist auch auf unserem Trouble Town TS Moderator. Deswegen habe ich jetzt sie jetzt sofort hier zum Mod gemacht. Ohne drüber nachzudenken, weil ich das da absolutes Vertrauen drin habe. So, nur was alles zu beantworten. Drin. Soll ich da jetzt auch Luzerne hinhauen? Weiblich. Oh, nee, oder? Ja. Nicht ernsthaft, Maru. Achso, nee, Daniel, Entschuldigung, war nicht für dich. Das auch, nee, das war jetzt auch ein Kommentar. Ja, voll. Wo ist hier der Dünger? Oder hat er sich verschluckt? Das habe ich bisher hergehört. Randy, bekommst du das mit einmal weg? Achso, das wollte ich gerade hier überlassen, aber nee, mach ich, ja, denke schon. Na, ich kann auch machen. Bin ich schon dran. Eine Frage, wo steht denn der Dünger auf dem Hof? Wenn du schon mal gesagt. Rein theoretisch dürfte das. Ich will immer weggehen. Das sind ja deine Scheune, ja. Gimme 1999, man muss alle Felder kaufen, ja. Ich weiß immer noch nicht, wo der Dünger steht. Ne, krieg ich nicht, immer weg. Hinter der Scheune ist ein kleines Häuschen. Genau. Was sagst du, Tino? Auf dem Hof ist ein kleines Häuschen? Ja, da ja, auf dem Hof der Stream so, kommt online. Platz. Ja, da bin ich gerade. Wenn du vom Rosenplatz aus den Weg hochfährst Richtung Hof, hast du dann so, wo der Unterstand ist. Links davon hast du die Schweinemast und rechts dazwischen ist der Trigger für den Dünger. Ich hab's dir aber. Ach, hier diese. Da ist der Trigger drin? Da ist der. Ach, der Trigger ja. Drin. Guten Abend, Sonntag. Der Tanktrigger ist. Daniel. Jo. Danke fürs Follow. McManias? Ja. Hier. Wer hat das jetzt gesagt? Torben? Torben. Ach hier, da, okay. Wo ich springe ist das. Aber ich muss echt sagen, derjenige, der die Trigger da platziert hat, ist echt ein bisschen blöd gewesen. Weil der Tank, Saatgut und Düngertrigger genau auf der gleichen Position liegen. Das ist da ziemlich dämlich gelöst worden. Hm. Was gibt's denn jetzt noch zu tun für mich? Wo müssen jetzt schwadern. Wo soll ich denn schwadern? Wo sollen jetzt? Immi, wenn du diese Map downloadest und startest, dann hast du schon ein paar Stadtfelder, die du nicht kaufen musst und alle anderen Felder musst du ganz normal kaufen. So wie immer halt.
Jo. So sieht's erstmal aus. Wie spät haben wir es denn überhaupt, meine Freunde? Oh, 19.28 Uhr. Nein, Romanus, du darfst natürlich nicht mit gestrandet spielen, weil das ist ein YouTuber-Projekt. Und das wäre natürlich, nee, das geht nicht. Außerdem ist, wie gesagt, eine Whitelist drauf und die Whitelist kann auch nur der Dalu-Card anpassen. Oder die Chico. Jetzt sind es einfach mein Schneidwerk und ich bin deins. Richtig. Torben, kannst du mit dem MAN zu der Straße Stefan, was fahren? Siehst du da drauf? Ich überlege die ganze Zeit, welches Feld ich angesehen habe. Das neben den Hof. Ach, das hier. Warte mal, ich glaube, ich bin gerade drauf sogar. Feld 1, kann das sein? Das ist schon gedüngt. Ja. Also zu mir kommen, zu Feld. Keine das Ahnung. Feld 1 ist nicht gedüngt. Das oder? Anti, nein, doch, ist gedüngt. Unkrautspray erstmal aufbringen. Nee, das ist nicht gedüngt. Oder? Doch, das ist gedüngt. Ja, aber wieso ist denn dann hier ein dunkler Fleck nur auf dem Feld? Draußen. Warte mal. Musst du düngen. Musst jetzt erstmal hier das gegen. Das Feld ist nicht gedüngt. Gegen Unkraut, Herr Einspruch. Das Feld wird aber dunkel, wenn ich jetzt mit dem Dünger drüber fahre. Ne, dann ist es nicht. Ja, vor uns wurde da ja, wo wir noch abgedroschen haben, gedüngt, aber danach habt ihr ja gedroschen. Gedüngt worden. Danach ist es ja nicht mehr gedüngt, ja. Also ist das es wurde nicht gedüngt, bevor gedroschen wurde. Richtig. Tino? Ja? Ich muss aber erstmal gegen Unkraut. Der kleine Lager. Nein, der Mod wurde ich habe ganz lange gestanden. Was muss ich? Ach, der Unkraut-Mod ist raus? Der Unkraut-Mod ist raus. Wie heißt ja, denn der überhaupt? Der Scheiß hat, der geht mir so auf den Piss. Aber auf der Feldspritze hier ist irgendwie so ein Sack mit so einem Gras drauf. Zeigt's mir da an. Das passt schon. Also okay. Ich möchte dir aber echt sagen, dann habt ihr Glück gehabt, weil wir uns mit LU haben das Problem, wir haben jemand rausgenommen, bei uns wächst ja. Das Unkraut der Tropfen da was weiter. Ist denn ich mal die Map aufmachen kann, kann ich machen. Ja. Das ist die Mic-Map und die taucht was, ja. Und nein, die Felder muss man sich kaufen. Ich möchte ja nichts sagen, aber zwischen Feld 5 und 6 im Fluss liegt ein Gewicht. Auf dem Boden. Okay. Ja, stimmt, es halt zwei Lichter aus der Sicht. So, jetzt nochmal. Also, ich bin mit dem Ladewagen unterwegs. Oh, wie viele Spielstunden wir auf dem Server haben? Das Problem ist, der Server, auf dem wir hier gerade spielen, das ist ja ein Community-Server. Das heißt, da spielen ja gar nicht wir drauf, da spielt ja unsere Community drauf. Der ist nur von uns. Und wir haben, denke ich, einige Spielstunden. Randy hat auch richtige Sucht. Um es bei mir zu sagen, also ich habe jetzt hier auf dem Server 384 Spielstunden. Das ist eine sehr interessante Frage, die möchte ich einmal vorlesen. Und ich möchte wirklich, dass ihr euch alle darüber Gedanken macht. Ach, das ist wirklich eine ernste Frage und da sollte man sich einfach Gedanken machen. Ja. Und zwar fragt der Emporte, ob der Stream, ob der Stream online kommt. Glaube ich nicht. Ja, ich hab die Frage online auf YouTube oder was meint ja, er hat gefragt, kommt der Stream online? Ja klar, ja, ich hab ihm das gerade schon mal gesagt. Wir sind live auf Sendung in 3, 2, 1 und jetzt. Also ich bin offline, wenn ich stream. Richtig. ich komme aus Sachsen. Mal eine Community-Frage. Verdient die? Wir haben keine Links gepostet. Danke fürs Hallo. Mach mal bitte. Verdient Alter, diese Frage einen atomaren Facepalm? Wenig. Ja. 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 Alle auf 3? Nein. Schade. Ah, da du einmal da bist, Liana, kannst du diesen Pavlunia 5 mal bitte einen Timeout geben? Und wenn er nicht aufhört, hier irgendwelche Sachen zu posten, irgendwelche Links oder was weiß ich, dann kannst du den auch bannen. Aber ja, erstmal ein Timer. Doch, der Nightbot schmeißt ihn automatisch raus, ist klar. Aber es ja, geht mir auf den Sack, wenn mein Chat so zugespannt wird. Danke fürs Follow. Ich habe das gerade mal gesehen, dass mein Nightbot beim ersten Mal ein Timeout verhängt und beim zweiten Mal gleich permanent bannt. Was? Muss ich nochmal ein bisschen umstellen. Ja, das ist heftig. Danke fürs Follow. Gary, schau mal auf die Map und schau mal, wo ich hinfahre. Da musst du das dann auch hinbringen, Gary. Ah, Jonah, nicht durch die Saat, das sieht doch scheiße aus. Ja, nett, meinst Jonah, du das Lager? Ja, Jonah. Hier vorne, wo man... Bleib ich so stehen, warte. Weißt du, das Der Dings fehlt. Da. Torben, Waschanlage oder was? Daniel. Hm. Er fehlt dran, ja. Den Spezialfall. Achso. Der sagt immer... Daniel, du lässt was stehen! Ach ja, der. Grüße zurück.
der Ding. Oh, jetzt wird hier gehagelt. Stefan. Ja. Hagel. Ja, blau und sagt. Sag mal, ey, Renny, wie viel Follows hast du heute schon? Das ging doch vorhin bei dir am ETS auch durchgehend nur Follow, Follow, Follow. Ja, ich bin bestimmt doch schon über 100. Aber ich habe jetzt auch schon 40 in der kurzen Zeit. Ja, tschüss. Tschüss. Hier, Tino, zu deiner Frage, wo Angel ist. Er ist mit seinem Kumpels, weiß auch. Ja, Watson gerne. Ah, okay. Ne, blau und sagt mir logischerweise was. Er kommt aber heute ab, heute nach TS. Jo, aber ich bin voll besoffen. Jo, weil ich jetzt bei mir, dass ich Wein trinke. Nein, der Club abnatzt er komplett. Ach, das dürfen wir in der Klasse nicht nur sagen, sonst müssen wir schreiben. Sag mal, versteht dich ein bisschen schlecht. Hey Gary, ne? Sorry, da ich hier so schlangenlinien war, ne? Also zu der Frage, ab wann ich im Forst-Let's Play dabei bin, das können wir noch nicht beantworten, weil das Problem ist, dass ich so viele Projekte am Laufen habe, dass noch ein LS-Projekt zurzeit sowieso. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier C&C, wenn ich es nicht streamen würde, müsste ich es ja quasi aufnehmen. Ich versuche das immer gleich miteinander zu verbinden, halt mit den Jungs so zu zocken beim Stream und dann das Ganze noch zu schneiden und auf YouTube hochzuladen. Das ist halt ein Aufwasch, weil ich die Zeit gar nicht irgendwie hier gebacken kriege, das auch noch aufzunehmen. Und dann noch ein Projekt, das wäre einfach zu heavy zurzeit. Weil der Dezember ist einfach so unglaublich vollgepackt auf YouTube und so viele Projekte. Ich hoffe, dass das dann einfach Januar, so Februar, März wird es dann besser. Ich will es ja halt auch im Allgemeinen nicht antun, jetzt halt noch ein Projekt drauf zu drücken. Zumal wir jetzt unsere LS-Let's Play sowieso ein bisschen umstellen werden und das ist sowieso schon mehr Aufwand. Richtig, und deswegen bin ich da auch nicht sauer drüber oder böse. Ich weiß ja, dass ich sofort mitmachen könnte, aber es ist halt zurzeit absolut. Danke fürs Follow. Ach, Autokauf. Hallöchen. Hallo, Autokauf. Verkaufen, nicht Auto kaufen, Auto verkaufen. Auto verkaufen wollen haben, du. Ja. Was für Autos verkaufst du eigentlich so? Nein, wie kommt man auf den Namen Auto verkauft? Das würde mich echt mal interessieren. Aber Anastino, wie gesagt, hat Tino gerade schon beantwortet, wenn die Zeit dafür da ist. Wir stellen jetzt unsere LS-Projekte erstmal in 2 Wochen, denke ich mal, kriegen wir das dann hin. Ein bisschen umstrukturieren das Ganze, ein bisschen neu, lasst euch da überraschen, was wir da machen. Aber ich sag mal so. Noch nicht so viel verraten, aber ich denke mal, das macht eigentlich gar keinen und da sind wir dann auch wieder mit der Ersten. Ja, mal gucken, genau, die Ersten, wir sind immer die Ersten. Und warum? Weil wir gut sind. Und warum sind wir gut? Weil wir es drauf haben. Und warum haben wir es drauf? Weil wir geil sind. Ja, ja. Jetzt müssen wir mal ab und ein Glas Milch. Torben, das hättest du jetzt nicht sehen wollen, gerade eben. Oh Gott, ey. Tino? Das hat bei mir erst im Übelst geleckt. Wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? McManus? Oh, geil, geile Frage. Moment, will ich beantworten. Sein. Und zwar, der Name kommt von Schauspielern, nicht von Schauspielern, sondern es gibt einen Film, da gibt es 2 Brüder und diese heißen mit Hintername McManus. So, und jetzt musst du mir sagen, wer hupt hier durchgehend? Blutiger Pfad Gottes. Ja, damit ist die Frage dann wohl beantwortet. Aber ich glaube, den habe ich schon mal erklärt, ne? Oder gesagt. Nein, ich bin selber Blutiger Pfad Gottes Fan. Ja, okay. Und die 2 heißen McManus. Ich freue mich sogar auf den 3. Teil, der bald kommt. Ja, gestern kam Teil 2 im Fernsehen übrigens. Tino seinen Namen. Ja, und der 3. Teil kommt 2016 ins Kino. Oh, da werde ich wohl sein im Kino dann. Ich liebe es, Nachos zu schmatzen im Kino mit Käsedip. Vor allen Dingen habe ich immer die ganzen Hände. Käsedip? Ja, warmen Käsedip. Ich habe einen Leck. Und das Geile ist, ich habe dann meistens die Hälfte auf der Hose und am T-Shirt. Und die ganzen Finger sind schon so aufgeweicht, weil am Schluss tut man ja diese Pappschachtel oder diese Plastikschachtel dann mit dem Finger noch so ausstreichen, dass man auch das letzte bisschen Käsedip da noch erwischt. Tut man das. Und sonst tut man das nicht. Seid ihr auch solche, die Popcorn fressen im Kino und dann diese Popcornkerne immer vor euch auf dem Fußboden spuckt? Nicht wirklich. Ich bin. Also ich mach das immer. Dafür schäme ich mich. Popcorn fressen und damit alles macht. Danke fürs Follow. Ich gehe hier selten ins Kino. Wenn ich ins Kino bin, dann gehe nur mit meiner Freundin. Ich gehe auch richtig selten ins Kino. Das muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob es hier weitergeht. Ich weiß nicht. Feld 119, das nächste. Heimatland. Norwen. Doch einfach, wenn ich abbiegen soll. 119. Das schreibt der Mega Games gerade bei mir. Autoverkauf, kann man bei dir auch Autos kaufen? Wenn ja, dann möchte ich gern einen Fiat.
Und als Zusatz schreibt er noch, bei Fiat reicht er nicht, ein billiges Auto. Fiat, oh, Fehler in allen Teilen. Also, wer einen also, Fiat fährt, der muss sich den Spruch anhören. Falsch. Wer hat das gerade gesagt? Ich hätte schon abbiegen sollen. Achso, Thomas. Thomas, was fährst du für ein Auto? Wir sind allgemein falsch Richtung fahren. Wir fahren einen Turbo. Also. Wie alt bist du denn, Thomas? Kino, Autoverkauf beschwert sich über Leute, die Nachos essen. Da aber kannst du ja gar nicht wissen, dass ein Fiat ein schlechtes Auto ist, weil du bist ja noch nie Auto meine gefahren. Mama eine gefahren hat, eine Fiat. Und Fiat, Fehler in allen Teilen und für Idioten ausreichende Technik. Und was ist das beste Auto? Fiat. Nein, BMW. BMW, nee. Das ist ein bayerischer Messwagen. Wer hat das gesagt? Der Mischwagen. Das war Torben, oder? Ja. Torben. Du hast gebannt. Jetzt werden wir keine Freunde mehr. Kino fährt auch ein BMW. Ich kenn durch und geh durch. Wie bitte? BMW und Audi fährt. Kino fährt auch ein BMW. Sag ich nicht. Ich und Stefan kennen einen, der hat einen Fiat. Er fährt einen. Also ich fahr auch Daniel? BMW. Ach so, was du fährst du denn für einen? Dreier-Kombi. Modell? 323. Ja, aber welches Modell? E46, E36, E30? E36. Och, das ist der ganz alte. Ja. Das ist der ganz alte, ist noch der eckige, glaube ich. Ab durch die Kür. Der wurde auch nur 5 Jahre gebaut, das Modell, was ich habe. Kennst du das kennt einer von euch das Modell F11 oder F10 von BMW? Ja. Welches ist das? Der F11 war mal ein M5. Wenn ich mich nicht täusche. Nee, das sind die aktuellen 5er Modelle. Ja, aber M5 heißt auch so. Ja, es ist jeder 5er BMW heißt, F10 heißt ja nur Kombi, F11 heißt, umgedreht. F10 heißt Limousine, F11 heißt Kombi. So, und welcher Motor dann ist ja völlig uninteressant, ob das ein M5 ist oder ein 540, 530, 520, was weiß ich. Das ist dann wurscht. Maggie? Ja. Ich wollte schon vorhin was fragen. Tust du diesmal der Evil Finn zuschneiden wieder und auf YouTube hoch? Ach, da schäme ich mich ja bis heute noch. Und zwar, ich habe ja die Aufnahme oder den Stream vom letzten Mal immer noch auf der Festplatte liegen und wollte den eigentlich hochladen. Und ich hasse es eigentlich, bei YouTube dann Projekte anzufangen und irgendwann hört so ein Part auf und es geht einfach nicht weiter. Also ich habe quasi die letzten Kapitel noch auf Festplatte liegen vom Stream und wenn ich es schaffen sollte, es heute durchzuspielen, werde ich es wahrscheinlich dann nächste Woche noch komplett hochladen. Und werde einfach längere Folgen draus machen. Ich schaue jetzt heute das nicht mehr um 23 Uhr an. 22. Was machst du heute noch so Dinge? Oh, da habe ich dein Programm ja falsch. Also ich werde jetzt, wir sammeln uns jetzt hier gleich schön am Hof, dann beenden wir schön den Stream. Also nicht den Stream, sondern halt hier, LS15 und dann mache ich kurz 10 Minuten Pause und dann geht's weiter mit Minecraft gestrandet Rewind bis 22 Uhr circa und da sind noch ein paar andere YouTuber dabei. Danke, Fulu. Und dann 22 Uhr geht's weiter mit Evil Within. Okay. Und ich hoffe, dass ich da gut vorankomme, weil ich wollte noch eine Runde CSGO machen heute oder ich spiele vielleicht nur ein oder zwei Kapitel The Evil. Guck, wie spät es dann ist und mach dann noch ein, zwei Stündchen CSGO, weil da habe ich immer so viel Bock drauf. Und jetzt mit der neuen Maus bin ich da sowieso ein bisschen kribbelig. Eine Runde CSGO ist bei Ihnen, das muss man lernen, das ist umgangssprachlich, eine Runde CSGO ist so mal 3 Stunden. eine Runde ist so bei Tino manchmal 3 Stunden, weil es hieß immer, ja, ich zocke noch eine Runde CSGO, dann komme ich nochmal zu euch. 3-4 Stunden später, er spielt noch CSGO. Okay. Ja, ich will endlich Gold werden. Ich brauche noch einen Rang, dann bin ich Gold, dann bin ich Nova. Also Gold das 2. Ging mir gestern. Nee, Gold 1 leider nur. Gold das 2, ging ja. Mir gestern. Ach, du bist Gold 2. Simulator, ich spiele noch nice. Eine Runde, dann waren es 4 Stunden. Landgrinch. Ja, ernste Kumpel, mit dem Frage. Ich immer spiele, der Panjo, den Panjo kennt ihr ja, ne? Jo. Ja. Genau, der ist AK. Also das ist, es kommt nach Nova 4, also Gold Nova 4. Wer sich da ein bisschen auskennt, das ist. Schau das Landgrinch. Ja. Das ist Nova 4. Und Teko ist auch Nova 4, also da ist auch richtig gut unterwegs. Gut, aber ich würde sagen, kommt mal alle zum Hof. Jo. Lass uns wenigstens noch Feld. Mein Lieblingsauto ist logischerweise Lamborghini. Feld 119 ist ja fast fertig, können wir noch schnell zu Ende machen.
dauert 2 Minuten noch. Stefan. Hm? Weißt du, schau das Land quinscht. Schau das Land quinscht. Schau das Land quinscht. Schau das Land quinscht. Ich hab gar nichts gemacht. Warte noch. Jona, gute Nacht. Gute Nacht. Aber ich hab mal. Aber ich hab mal hier Tino bei Twitch halt einfach mal so geguckt. Du kannst ja bei CSGO nicht nur Dings einstellen, sondern auch die sortieren nach Mio und nach Können. Ja? Also Autoverkauf, Mike ist kein Master Guardian, weil mit dem habe ich gestern erst gespielt oder spiele regelmäßig mitten und der ist nur AK. Ja, was rennen die nochmal kurz? Du kannst ja bei Twitch oder bei den Livestream, bei CSGO kannst du ja auch sortieren nach Zuschauern ja. und nach Können. Das habe ich jetzt erstmal mitgekriegt. Was da ist ich nach mal Können, wie wir das eingehen? Irgendwie habe ich das da mal gecheckt, da, ach, keine Ahnung, der eine, wo, ja, nach Rank halt, ne, Können. Da hat schon irgendwelche, so, den Namen, ob das so, das war Level 2, eine Stufe oder 2 Stufen vor Global Elite. Da auf jeden Fall lustig aus, so, geht so kurz um die Ecke, zack, tot. Der nächste, zack, tot, Runde beendet, ging keine 30 Sekunden, nur Headshots verteilt, zack, tot. Ja, also du, da, du denkst, du spielst gegen den Cheater. Ja, ja. Also das ist auch so das höchste, das ist so das höchste Kompliment, was man kriegen kann. Dass du als Cheater bezeichnet wirst, indem du nicht cheatest. Also das ist so eigentlich ein besseres Kompliment gibt's nicht. Ja, besser geht es. Der Nachteil daran ist halt, du kannst super gestreamsniped werden. Weil das wird dann auch in-game angezeigt. Gary? Ja klar. Jo. Siehst du mich, wenn ich aufsteige? Ja, so. Jetzt mal alle kurz starten. Hallo Frage. Hinter dir. Ah jetzt. Ja. Bin ich drin? Ja. Siehst du mich? Wir sind alles schon da. Jetzt alle stapeln. Also Autoverkauf schreibt jetzt, ach Quatsch, Dino, Mike ist Global Elite. Hm, okay, ich weiß nicht, ob du jetzt was anderes meinst, aber wenn du jetzt auch Panyo meinst, dann ist er keine Global Elite, nee, sondern AK. Kommt, stapelt euch, Leute. Wer ist über mir? Jetzt. Über Daniel bin ich. LS Julian, schau das Like, Binge. Schau das Like, Binge. Tschüssi, Jens. Na gut, tschüssi, Leute, dann würde ich sagen, treffen wir uns einmal alle hier. Moderieren wir noch kurz ab. So, für meine Leute, mein Stream geht natürlich weiter, aber nicht hier auf dem Hive1 Server, sondern auf dem Stream selber hosten, wie wir das letzten Samstag gemacht haben. Und da hast können du wir da Mods drinnen? Ja. Welche? Und der ist nicht gerade wenig. Genau. Ja, genau. Einige. Und das nicht gerade wenig. Kannst du den in der Tab-Browser reinmachen? Es geht. Guck ich mal gleich. Joinst du dann drauf und guckst mal, was dir fehlt und dann guck ich, da steht das rüber schon. Ah, Autoverkauf, nett, Ironie. Danke. Jetzt hab ich's auch verstanden. Das war ja over. Okay, sind alle da, die jetzt nur noch drauf sind? Ja. Okay, super. Dann Leute, vielen Dank, mach mal bitte aus hier, Stefan. Nee, es fehlen noch 2. Ja, gut. Stefan, Motor. Deutsch. Ja. Es fehlen noch mehrere. Danke. Na gut, dann vielen Dank erstmal, dass ihr dabei wart, hat wieder super Spaß gemacht. Lustige Runde auf jeden Fall.